Cool. Ich habe vergessen, dass ich hier oben bin. Hallo. Drive Princess. Randomizer. Wir sind immer noch dabei. Alle Dungeons, ey. Alle Dungeons. So, wir haben die Auswahl zwischen Lost Woods und halt noch wichtiger halt Temple of Time. Oder aber wir können stellenweise ein paar Checks noch in Snowhill Peak in der Eisvilla jedenfalls machen. Die sind allerdings gelb, also so semi in Logik, weil uns regulär ein Schlüssel fehlt. Es soll weiter möglich sein, wenn du halt vorher die Items hast, mit einem Schlüssel alles zu holen. Mir ist das immer noch nicht bekannt. Von daher. Aber wir haben jetzt auch den Pumpkin und den Kaiser. Das heißt, da können wir jetzt auch entsprechend ein wenig weiter, wenn wir das denn wollen. Ich glaube aber, ich werde jetzt erstmal Lost Woods machen. Ich glaube, das ist sinnvoller und halt im spezifischen Temple of Time. Ich glaube, das ist smarter. Ich weiß, da keinen Kopierstab, das heißt, also abschließen können wir den sowieso nicht, weil wir auch nicht den Boss-Key haben, glaube ich. Ja. Aber alles, was nicht einen Kopierstab hat, braucht, können wir abschließen. Das sind einiges an Checks. Das sollte soweit passen. Sonst, wie man sieht, habe ich kein Geld gefarmt. Wie gesagt, halt Geld ist in diesem Run ganz eine recht wichtige Ressource. Deswegen fällt Wolfsteck erstmal einfach runter, weil durch den Speedup, oder nicht Speedup, aber durch die Geschwindigkeit ist halt nach hinten lenken damit verbunden, dass er erstmal 20 Meter nach vorne läuft. Jetzt weiß man, warum ich das so stockweise mache. Stockend mache. So. Und schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe, also, außer es nicht funktioniert, aber ich habe halt wieder den Code aktiviert mit dem Volldamage. Jetzt wird zumindest ein Rando damit abschließen. Also der nächste wird dann erstmal eine Weile auf sich warten lassen. Aber ich werde auch in Zukunft All Dungeons halt nicht mehr reinnehmen, weil das einmal zu machen ist ganz cool, aber das dauert viel zu lange. Aber ich will zumindest einmal mit der Einstellung machen. Ein paar weitere Cheatcodes und sowas werde ich mit reinnehmen halt. Und den an. What? What the fuck? What? Holy shit, what the fuck? Das ist eine Sache, die schon mal passieren kann. Ich bin sehr verwirrt. Moment. Moment.
Ich bin sehr verwirrt. Also kann ich jetzt Wolf nicht rein? Oh Gott, ich komme hier gar nicht mehr raus, oder was? What the fuck? Kann ich das einfach klippen? Kann ich im Livestream klippen, ist die Frage. Das ist nicht schlecht. So. Jetzt muss ich warten, das ist das Highlighted. Oh, kann ich jetzt das hier verlinken? Geht es? Oh, Mann, das ist geil. Hey, Teilenfunktion. Ja, okay, hier ist ein Channel-Link. Danke. Ist das nicht das Wort? Ja, das ist das Wort. Hervorragend. So, dann jetzt den Ceiling. Jetzt machen wir Live-Troubleshooting. Let's go. Falls im Hintergrund Dinge hört, dann liegt das mal wieder daran, dass ich, oder dass man sich von mir nicht aussuchen kann. Ich entschuldige mich dafür. Aber ja, meine Schulter sind einfach dumm. Anders kann man das nicht ausdrücken. Zum Titlescreen. Hoffentlich hat er mich jetzt da nicht abgesetzt. Sonst habe ich ein ziemliches Problem. Ich glaube zwar, ich habe Save State gesetzt, aber das muss ja per se nichts heißen. Mich würde mal wahnsinnig interessieren, warum das passiert. Okay, gut. Ich kann versuchen, als Mensch reinzugehen. Na, mal schauen. Oh, ich kann vom Dungeon aus nicht. Oh, wie dumm. Moment. Gut. Moment, Agorok ist doch tot. Sollte der Wind nicht aufhören? Es ist der gleiche Random Mal sonst auch. Moment. Versuchen wir das Ganze mal als Mensch, weil ansonsten habe ich keine Ideen mehr. Das wäre ein sehr kurzes Streamboard. Natürlich toll, wenn nach der ganzen Arbeit einfach das jetzt aufgrund eines technischen Fehlers scheitert. Dann versuchen wir es mal als Mensch. Kann ja bitte sein, dass er versucht, die Wolfsszene zu aktivieren und das einfach nicht klappt. Und ich eventuell jetzt als Mensch einfach das dann skippen kann. Wenn nicht, dann war's das. Dann ist vorbei.
Da muss ich mich irgendwie hinglitschen. Moment. Was ist das jetzt da? Was zum... Ah, das ist für ein Arsch. Du sollst... Ja, den Link kopieren. Und jetzt einfügen. Und dahin. Nichts irgendwas mit Twitch laden. Ja, das ist der Seed und weiter. Ja, das ist der Seed. Gut, dann probiere ich erstmal das als Mensch zu machen. Ja, wenn das nicht klappt. Gut, dass ich nicht Feen habe. Also gut, ich hätte das Ganze. Doch, ich hätte meine Feen verloren, glaube ich. Upsa. Dann schauen wir mal. So. Dann Save State und dann mal schauen. Oh, wie bescheuert. Hast du jetzt ein Save gesetzt? Okay, hast du. Hervorragend. Gut. Dann mal schauen. Nee. Well, das ist nicht schlecht. Na gut, dann. Live Troubleshooting. Joa, das ist ein Problem. Ah, wie dumm. Gut, da fällt mir eigentlich noch eine Sache ein.
Das ist zwar blöd, aber da kann ich jetzt nicht viel ändern. So, die einzige Idee, die ich dann habe, ist, alles an Cheats auszustellen. Und den Speedhack und all den Spaß. So. Es ist so albern, du hast halt das. Und dann, du stellst es aus. Aber es übernimmt es einfach nicht. Ist so bescheuert. Muss es halt über die Coding-Ecke machen. Damit es halt schön länger dauert. Oh mein Gott, das wird jetzt überhaupt nicht ewig dauern. Ich will wissen, ob es daran liegt. Das hat wieder was mit Feuerdamage zu tun? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es damit irgendwas zu tun hat. Was anderes fällt mir nicht ein. Probier es mal wieder. Das. Eigenschaften, ja, Codes. So, du wirst jetzt leider wieder laggen. Teste ich mal, ob ich jetzt wieder Fall-Damage nehme. Wenn es mir den Code zu tun hat, dann wissen wir auch einfach, dass der Code so langsam seine Probleme hat. Wenn das später mal irgendwann startet. Ich gebe jetzt erstmal noch kein Bit zurück. Es würde mich sehr wundern, wenn. Ich wüsste nicht, woran das liegen soll. Vor allem, es passiert doch als Wolf. Wunderschöne 4 FPS. Oh. Ich sollte eventuell doch nicht runterfallen. Gott, der Lag. Ah, Moment, ich hab Ranken. Direkt hier. Okay, ist ausgestellt. Gut, dann. Können wir es wieder mal probieren? Und wenn das nicht hilft, dann hat es nichts mit Cheatcodes zu tun. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt vorhin überhaupt an war als Code. Das habe ich gar nicht getestet. Ich will es jetzt nochmal testen, weil Save State übernimmt ja die ganzen Funktionen und ja. Und dann müsste ich nochmal komplett laden und da habe ich jetzt keine Lust zu. Albernheit, Albernheit. Ich kann keine Buttons drücken. Die Texturen sind noch nicht geladen. Ja, dann haben wir die Texturen. Wenn ich jetzt nicht mehr spiele, dauert es natürlich länger. Gott, ey, lad die Texturen. Meine Güte. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt kaputt mache. Jetzt lädt es aber die Textur gar nicht fertig.
Gut, dann muss ich jetzt mit leben. Keine Ahnung, warum das passiert, aber hey. Jetzt geht alles kaputt. Alter, what the fuck? Was ist denn jetzt kaputt? Okay, keine Ahnung, was ich jetzt kaputt gemacht habe. Jetzt scheitert alles. Langsam und mühselig. Okay, ich sollte dann einfach warten, dass es die Textur fertig lädt. Holy shit. Joa, das ist jetzt schon scheiße. Die Sache ist, ich kann Moonjump probieren. Die Sache ist, wenn ich Moonjump aktiviere, ich behalte mein Momentum nicht. Also ich behalte es mit dem, was ich habe, und das wird dann null sein. Also bringt mir das ja nichts. Weil ich spawn ja außerhalb, wenn ich das richtig sehe. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Moonjump mir jetzt hilft. Ja. Eigenschaften darfst du ruhig öffnen. Gottes Willen. So, dann. Moon. Moonjump. R plus A. Okay, dann muss ich die Tasten wieder entsprechend finden. Ah. R plus A. Okay. Speichern. Eigenschaften. So, dann lassen wir jetzt diesmal die Textur vorladen. Was? What? Wieso hatte ich Gegnermusik? Thank you.
Na, dann hat man erstmal die Custom-Texturen. Oh, ist das bescheuert. Und das ist etwas, wo mir nur halt ein paar helfen können. Also muss ich da wirklich drauf warten, dass irgendwer vorbeikommt, sich das anschaut und sagt, yo, hier ist die Lösung all deiner Probleme. Aber hey, machen wir quasi so Pseudo-Devs. Das ist Twilight Princess Randomizer. Das auch jemand spielt und dann fällt er einfach durch die Decke und durch die Decke, durch den Boden und sterbt einen grausamen Tod und kommt nicht raus. Und sucht jetzt Moonjump Fix. Fixiert Fix. Ich habe nicht die Nachricht gesehen, dass er alle Texturen geladen hat. Ich habe Sorge. Da probieren wir es jetzt mal. Habe ja nebenher auf Discord und so noch geschrieben, von daher. Jo, da werde ich wahrscheinlich gleich was anderes streamen. Also, außer das Rittets. R plus A. Ich muss mal schauen, wie das hier mit meiner Tastenbelegung ist. Ah, okay. Im Wasser geht das nicht. Wie ist das, wenn ich jetzt einfach so auf die Stelle fliege? Aber im Momentum kann ich halt. Oh, das ist cool, dass man bei so einem Sprung einfach forcieren kann. Das wäre cool, wenn es das jetzt Code gäbe. Dass ich nur so kleine Sprünge über die mir machen kann. Das wäre cool. Perfekt. Oh Gott, die Kamera. Oh Gott, die Kamera. Okay, wieder gefixt. So, dann probieren wir es mal, ob Moonjob das retten kann. Ich werde es einfach nie lernen, Mann. Ich muss mich vorher nicht transformieren, Mann. Lernfähigkeit von -12. Warum? Wieso lädt ihr diese verkackten Texturen nicht mehr? Okay, Moment. Bevor ich mir das jetzt wieder an Folgen gebe, ich starte einfach den ganzen Simulator neu. Holy shit. Was zum Geier ist hier los? Gut, probieren wir das einfach nochmal. Wow! Was zum Geier ist jetzt los? Irgendeinen komischen Bug, Texturen bin ich mehr, Leute bin ich mehr, ich habe Encounter-Musik auf dem Titelbildschirm. Was zum Arsch geht hier denn schief? So bescheuert, ey. Ah. Nicht wirklich viel, was ich dazu sagen kann. Wir warten, und wenn es Moonjump nicht hilft, dann ja, hat sich das. Dann darf ich nicht mal den Seed beenden, ey, wie dumm. Also kann ich andere Dinge versuchen, einfach gucken, ob es klappt oder nicht. Aber ja. Eigenschaften, Moonjump. Oh, Damage ist aus. Gut. Du bist auch der Richtige. Ja. So, dann lad jetzt die verdammten Texturen, Mann.
Oh, what? Wait, what the fuck? Oh mein Gott, das sind Darknets auf einmal einfach. Wait, what the fuck? Wait, what? Ich bin so verwirrt. Heißt es, er liest jetzt einfach Kassentext durch wegen dem Cheat? Was ist hier los? Ja, okay, ich kann dann scheinbar irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich bin so verwirrt. Warum sind die Darknets da? Hat das damit zu tun? Nein, 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 nein. Gut, probieren wir nochmal das. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich noch schauen, ob dieser Code aktiv ist. Ich meine, er wäre auch komisch, wenn er für diesen Fehler sorgt, aber was sonst kann ich vorstellen. Vor allem, wie ist dieser Code. Also. Wenn ich den Code vorher eingegeben habe, dann ist das Spiel nicht mehr gestartet. Das würde aber erklären, warum es hier so hardcore laggt, weil er eine Milliarde Darknets lädt. Okay, ich muss wieder das. Oder er versucht sie zu laden, aber er kann es nicht? Ich hab keine Worte. Okay, aber das würde das erklären. Stattdessen zeigt er mir keine Nachricht ein, dass er Kassentexturen lädt, also. Oh, leck. Okay, also wenn ich den Dark Knight-Ding spielen würde. Ah, auf jeden Fall ohne Kassentexturen. Textures. Weil. Die muss ich halt über die RAM vorladen und ja. Oh. Gut, dann probieren wir es mal. Da muss ich das jetzt nochmal durch meine Cheatcodes halt gehen, ob da jetzt irgendwas schief gelaufen ist. Aber ja, das ist sehr seltsam, weil es hat davor nie funktioniert. Nein, nein, nein. Oh. Das ist alles sehr verwirrend. Wette funktioniert doch der Code nicht, weil ich Custom-Texturen habe. Custom-Textures. Oh, der Lag. Gut, probieren wir es. Ich bin so verwirrt.
Nein, nein, nein! Okay, eventuell kriege ich es damit gerettet. Nee. Ich bin einfach verwirrt. Kann ich jetzt Menschufi retten? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht wie. Hey, man kann es ja mal probieren. Nicht wahr? Ich kriege einfach kein Momentum. Das ist so seltsam, Mann. Aber gut, dann kann ich ja noch eine Sache checken. Scheinbar ist ja irgendwie dieser Code mit aktiv. Noch. Weswegen auch immer. Aber der ist nicht aktiv. What? Ich bin verwirrt. Und nochmal das Ganze. Oh, well. Gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich keine Idee mehr. Dann ist der Seed nicht schaffbar. Ich meine, das trifft sich auch ganz gut. Ich meine, ich bin ja inzwischen auf einer älteren Version, weil in der Zeit, wo ich den Seed angefangen habe, ein bisschen was an Updates kam, ein paar Logänderungen, ein paar Bugfixes. Hey, die Texturen sind geladen, ich glaub's ja nicht. Okay, ist zumindest das wieder gefixt. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber... Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Oh. Belehrt für ich. Oh. Schwimm, Link. Schwimm. Diese mini erzwungene Pause, bevor man runterklicken kann. Nervig. Es leckt trotz dessen Hardcore.
Was ist denn passiert? Ich glaube, die ganze ROM hat sich zerschossen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe auch diesen Code nicht gespeichert oder so. Also ich dann getestet hatte. Ich hab keine Worte. Ja, schade, das heißt, wir werden andere Dinge mit dem Texture-Pack nicht erleben, wie es aussieht. Was ist denn hier nur kaputt gegangen? Dann schauen wir mal. Holy shit, ey. Keine Ahnung, was los ist, ey. What? What? Oh, jetzt hast du wieder schnell geladen. Passiert wieder was? What? Okay, ja, dat, soweit dazu, ne? Das war jetzt... ja... gut, also... das ist ja mal sehr bescheuert. Okay, es muss irgendwas mit den Game States zu tun haben, weil der Wald hat halt auch diesen blauen Hue. Wenn du halt hier reinkommst und halt der Wald noch schläft, das Master-Schwert halt noch drin steckt. Meine Vermutung ist, dass das Spiel verwirrt war, was den Game State betrifft. Also was halt Master Schwert betrifft. Und sich da irgendwie zerschossen hat. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Andere Sache, die super seltsam ist, sind halt, dass mit Darkness, dass ich spontan da war, weil wie hat der Code hatte ich wieder vorgetestet, bevor ich gespeichert habe. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss.
Und da ist das Spiel sowieso halt nie weitergelaufen. Und ja, also einmal ein kompletter Reset von A bis Z hat es jetzt gefixt. Das ist auch eine Sache, die man machen kann. Nicht machen muss. Dass jetzt auch der Lost Woods sich einen wegleckt, ist auch sehr seltsam. Oh, da kann ich jetzt nicht viel ändern. Ich werde im nächsten Wort dann den Tempel hier weiterspielen. Bis wir machen jetzt hier Pause, Feierabend. Ja, dem Ende mache ich jetzt gleich ein zweites Wort hinterher. Aber ja, das war... Das war was? Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Gewesen ist. Manchmal Technikprobleme. Aber ja, das war's von dem Wort. Ich werde ganz einfach anfügen, dass nichts passiert außer technische Fuckeries. Die Mojang-Code werde ich jetzt einfach mal behalten, sicherheitshalber, bevor wieder irgendwas passiert. Und ja. Man hört uns jetzt beim nächsten Mal. Das ist ein Scheiß, ey. Bis dann. Ciao.